Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir gehen direkt rein ins Spiel, sind in der Mondgrotte bei 12% Gameplay, Stunde 20. Und wir verfolgen den komischen Dude, der irgendwas von den Elementen des Wassers geklaut hat. Das wollen wir uns wiederholen. Deswegen geht's auch gleich. Da ist er. Jetzt nach unten. Beziehungsweise nochmal kurz hier rüber. Oh, der setzt mir jetzt aber zu hier. Kann ich da rüber schießen noch? Nee. Ach, da unten ist wieder so ein. Mal auf der Karte gucken. Macht das Sinn, da jetzt da lang zu gehen? Wo würde er denn gegenrennen? Wir probieren das mal. Er rennt nirgendwo gegen. Oha! Oha! Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Dann nehmen wir wohl doch den Weg nach unten und verfolgen den Typen erstmal hier. Tor öffnen können wir noch nicht. Ich will mal ganz kurz gucken auf der Karte. Da brauchen wir zwei Schlüssel für. Oder Steine sind es ja in dem Fall. Was macht denn er hier? Na, herzlichen Glückwunsch. Gumus Versteck. Wie weit sind wir denn jetzt hier runtergefallen? Boah. Okay. So. Kartenfragment einfügen haben wir ja nicht. Da komme ich nicht lang. Ich muss ja mal wieder sagen, ich bin so fasziniert von diesen Wasserspiegelungen unten. Das haben die schon geil gemacht. So, dann werden wir mal hier rüber springen und dann müssten wir. Kommen wir hier hoch? Mal kurz gucken. Nee, kommen wir nicht. So, da hat uns Gumu aber ganz schön in eine Scheiße geritten. Hier unten jetzt doch auch lang. Gut, einmal zu kurz gesprungen. Gut, dann werden wir uns da unten mal einen Speicherpunkt setzen. Dass wir hier nicht jedes Mal den Weg neu rennen müssen. Das Leben brauche ich hier nicht. So, Gumu, nimm da mal ab. Einmal abwärts und hier drüben erstmal einen Speicherpunkt gesetzt. Ich will jetzt aber trotzdem hier mal runter. Mal gucken, was das hier noch schön. Ah, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das ist ja gemein. Kann man hier relativ entspannt angehen. Muss ich nur mal gucken, wie komme ich da rüber. So, da haben wir schon mal das Kartenfragment. Sehr schön. Das müsste ich hier mal Anlauf nehmen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich war nochmal auf Nummer sicher und ich würde aber auch gerne nochmal in die Richtung hier gehen. Oh, ey, er schießt einmal und. Gut, da unten auch einen Speicherpunkt setzen. Ach, das war immer doof, das war immer doof. Ne, das schaffen wir wieder nicht. So, jetzt. Warum? Geh runter. Ui, hör ihr fälligst. So,
setze ich jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt. Boah, er ist aber auch ein Treffer und dann sind wir hier hinüber. Ah, das schaffe ich nicht. Mann, ey, jetzt ist aber ja und nochmal, komm. Ja, komm, für die Belustigung. Ah, Mist. Mann, ey. Verdammte Axt. Ich hab ihn doch fast gehabt. Also Leute. Oh, der war knapp. Da haben wir ihn. Sackgesicht. Oh, musst du doch hier unten lang. Geht gleich los hier. Gleich Action. So, nochmal einen Lebenspunkt holen. Das sieht jetzt hier Endgegner. Okay. Ah, ich ziehe ihn doch ja nichts ab. Zieh ihn weit ab. Oh ja, doch. Aber. Oh, ja, zeigt der hier drin, ey. Na gut, das werden wir mal hier jetzt mal entspannt annehmen. Es ist aber eine machbare Nummer hier, da kenne ich ganz andere Spieler. Wo dann hier wahrscheinlich noch so der Boden kaputt geht und die Fläche kleiner wird und so eine Sachen. Das ist ja hier alles noch annehmbar. Vom Schwierigkeitsgrad. Ich meine, gut, ich spiele auch auf normal, muss ich dazu sagen. Aber das ist ja hier ein Muster, was man sich einprägen kann. Trotzdem hat er uns hier. Und nochmal die Nummer. Ach nee. Ey, ist klar. Gut, erwischt den Bastard. War jetzt auch alles in einem vernünftigen Rahmen, sag ich mal. Für so einen damaligen. Sehr schönen Türschlüssel. Denn, aber hier komme ich nicht weiter. Hier ist Schicht im Schacht. Wenn wir wieder rüber gehen. Wo ist denn überhaupt der Dude hin? Der rennt hier einfach weiter und... Also doch nach oben. Komm!
komm. Oh. Jetzt habe ich aber hier, ich glaube, nach oben ist schwerer als nach unten. Oder? Naja, geht. So. Wo war denn? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Die Karte, die war da drüben, der Kartenfragment. Da gehen wir nochmal schnell rüber und setzen das mal hier noch schnell ein. So, das sieht ja gut aus. Oh, das ist ja riesig. Okay. Ja, nee, gut. Da haben wir das erstmal erledigt. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier unseren Kollegen weiterverfolgen können. Andererseits, wenn ich jetzt hier hochgehe, wobei ich komme hier nach rechts weiter. Da ist ja dann nur erstmal Schluss, wie es aussieht. Ja, wir gehen jetzt erstmal nach rechts hier weiter. Gucken, ob wir die Nummer jetzt hier irgendwie... Oh, das ist aber schon... Okay. Ja, nee, geht. Geht, geht, geht. Oh, die haben aber auch eine Reichweite, die Spinnen. Ich muss mal kurz gucken. Da unten ist die nächste. Oh, 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 oh. Wo muss ich hier überhaupt hin? Warum muss ich? Da ist er. Das. Ach so. Jetzt. Auch erledigt. Kann man beide Türen öffnen? Beide Steine haben wir für die Tür zum Öffnen. Und. Mal einen schönen Speicherpunkt gesetzt hier. Warum gucke ich da rein? So, genau deswegen. Au, 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 ha. So, sehr schön. Das war ja nur Abernten hier gerade. Mal gucken, dass wir hier unten nicht gleich rinfallen. In die Nummer. Oh, das ist ja gemein hier. Oh. So, Speicherpunkt. Ich vertraue der ganzen Nummer hier nicht. Was ist denn das da unten für ein Vieh? Ach, das sind die Springer. Der hat so komisch geleuchtet. Genau deswegen immer die Speicherpunkte setzen. Er hüpft aber hier auch genau auf den Kopf. Da oben haben wir noch ein... Mal kurz ran. Los, komm. Warum kann ich mich da... Warum kann ich mich da jetzt nicht festhalten? Was ist denn das da? Na, ehrlich gesagt, nicht mehr hoch? Nee. Schade eigentlich. Na gut. Ein Stammbaum. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. So, dann kriegen wir einen neuen Skill. Schauen wir mal, was wir bekommen. Doppelsprung gehe ich mal von aus. Dann kommen wir wahrscheinlich auch da oben an die... Ah, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich wusste das. Genau, dann kommen wir nämlich hier auch schön wieder hoch. Sehr schön. Das ist ja perfekt. Das ist ja ein ganz anderes Gameplay jetzt. Geil. So, dann können wir mal gleich unseren Fähigkeitspunkt hier einsetzen. Ich würde... Funkenflamme, Stärke, Geisterflamme? Nee. Erstellung einer Seelenverbindung, Lebenszelle? Nee, da sind wir noch relativ gut mit weggekommen jetzt mit unserem Leben. Die meisten einsamen Gegenstände werden automatisch absorbiert. Das ist einfach eine Erweiterung von dem Geistermagneten hier. Ultrageistermagnet, ja. Ja, ich nehme die Nummer erstmal hier. Umso mehr XP-Punkte kriegen wir auch. Geil.
Och. Mann, ey. Habe ich mir das aber schon wieder erschrocken hier. Okay. Oh, das muss man aber jetzt hier gut timen. Also erstmal. Erstmal nur. In. Achso, nee, war. Okay. Ah, ein bisschen Übung, dann funktioniert das. So, kurz auf der Karte geguckt, genau. Dann haben wir die ganze rechte Seite hier erledigt und gehen. Verdammte Spinne hier. Mal kurz hier einen Speicherpunkt setzen. Und gehen dann nach oben. Würde ich mal sagen. Macht das Sinn, jetzt nach oben zu gehen? Achso, da kommen wir ja sowieso. Das ist ja hier immer nur oben rumgelaufen und kommen dann. Da, ja, machen wir. Komm. Vielleicht finden wir oben noch irgendwas. Ich hasse sie. Aber die sind echt lästig hier. Huh. Ja. Na komm her. Los komm. Kriegst du hier noch verbraten. Boah. Ja, haut aber auch auf den Boden, ey. Warum bleibt er denn oben nicht an der Kante stehen? Bin ich da schon wieder zu nervös mit dem Finger? Hier. Es fehlt immer. Ja. Oh, ey. Ey, die Nummer ist aber auch. Das muss doch gehen, dass ich von der Kante aus denn einen Doppelsprung machen kann. Kann doch nicht so. Oh, ja, es ist aber auch nervig mit dem hier, ey. So, jetzt setze ich hier nochmal einen Speicherpunkt. Die Dinger, die kosten ja nichts. Ich drehe hier durch. Also das Schwierigste an dem Spiel sind hier nicht die Kämpfe, sondern diese hier auf kurze Distanz. Ah, okay. Oder gleich in der Luft ein Doppelsprung. Boah, er steckt ja auch gut ein. Okay, jetzt kommen natürlich noch die anderen Viecher hier. Alter Schwede, nicht schlecht. So, das heißt, wieder einen Punkt hier setzen. Kein Bock auf den ganzen anderen Bums. Energiezelle gefunden. Und dann kommen wir kartentechnisch jetzt. Da können wir noch einen Energiepunkt nehmen. Genau, da wieder raus. Gut, dann würde ich mal nach links sehen. Und mal gucken, ob wir hier. Die Mondgrotte. Ich muss mal kurz schauen. Hier waren wir. Ach, da können wir jetzt aber auch. Das ist ja natürlich jetzt auch geil. Die ganzen Sachen, die hier oberhalb irgendwo waren, wo wir vorher nicht rangekommen sind, erstmal schön abluten. Jetzt ist die Frage. Nee, ich muss ja oben lang. Das Ding hängt da ja nicht ohne Grund. Nee. Gut. Ja, haben wir. Nee, nach unten wollen wir nicht. Boah. Eine knappe Kiste hier. Na. Na, was ist denn das jetzt da? Ach, das ist ja, genau das ist nämlich nicht mein. Ach, ich stelle mich hier zu dämlich an. Arsch, leckt jetzt hier, Ori.
Hör jetzt auf mich. Bleib doch da oben mal hängen. Warum machst du das nicht? So. Oh, ey, das ist zu kurz. Es ist zu kurz. Vielleicht geht das doch noch gar nicht. Vielleicht habe ich noch einen. Eben mal probieren wir es noch. Ein bisschen Anlauf hier. Ja. Und er bleibt nicht hängen. Er bleibt einfach da oben nicht hängen. Dann versuche ich jetzt, guck mal, ich komme ja auch unten lang. Dann versuche ich jetzt da unten lang zu gehen. Komme ich hier mit einem Doppelsprung über die Nummer rüber? Ja, anscheinend nicht. Hä? Sag mal, was ist denn das jetzt? Mann, der kleine Miniboss macht mir hier nicht so eine Probleme, wie das rumgespringe hier an den. Ja. An den Dingern. Hier komme ich da nach oben. Hier komme ich natürlich nicht. So hoch springt er auch nicht. Aber man muss hier aber auch genau den Punkt treffen, dass er hier auf den letzten Zentimeter noch. Ah, ja, aber ich schwinge das Ding jetzt. Ehrlich? Ach, Leute. Ja, gut, gut, okay, okay, okay. Schön ruhig bleiben jetzt. Ich muss die Latte da oben erstmal zum Schwingen bringen. Wie mache ich das da? Wie habe ich nicht. Ah, okay. Reicht das schon? Na, ich springe natürlich ja vom. Letzten Punkt aus ab. Muss ich denn am besten unten gegenspringen, dass das Ding, das Holzstück, weiter anfängt zu schwingen, oder? Das macht doch. Ah, ich habe hier irgendwie. Ah, da. Tatsache unten. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier irgendwie kein großes Feedback. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Also da habt ihr das aber hier so programmiert, dass du hier schon genau auf dem Zentimeter timen musst. Das ist natürlich auch kacke, wenn ich vorne schon den Doppelsprung verschwende. Dann komme ich auch nicht rüber. Mann. So, jetzt muss ich das natürlich auch so timen. da ranzuspringen. Wenn der. Oh, mir fehlt einfach hier. Es bleibt doch hängen. Und rüber. Arsch geleckt. Jetzt hier ist hier richtig Arsch geleckt. Speicherpunkt gesetzt. Oh. Ey, ich komme hier gerade voll ins Schwitzen. Ach so, hätten wir ja nicht setzen. Brauchen den Speicherpunkt. Verdammt. Scheiß Spinne hier. Kleine Mistviecher. War jetzt hier unten irgendwas? So, kurz auf der Karte. Achso, da oben ist, ja, ich dachte, da wäre jetzt noch ein Stein. Hier unten ist eine Tür. Das heißt aber auch, dass wir 4 Schlüssel finden müssen. Ins Wasser komme ich ja noch nicht. Da verreck ich noch. Ich denke mal, dass ich später auch tauchen kann, um gerade da diese Sachen mit dem Wasser noch zu finden.
Ah, da Schiss, ist er weggerannt. Okay. So nicht. Die holen wir trotzdem mal weg. Die Scheißspinne, die setzt uns nachher nur unnütze zu. Und dann nehmen wir trotzdem genau hier unten mal hin. Oh. Ey, ehrlich, wie muss ich denn das timen? So. Kann hier nicht speichern. Ah, hier kann ich speichern. So, wenn der nach oben geht. Quasi jetzt? Nee, nicht jetzt laufen. Jetzt ist Kacke. Das war zu schnell. Hä? Ich habe den Rhythmus nicht erkannt. Der geht jetzt nach unten. So. Nee. Das ist ja wie so eine Welle. Wenn der runter geht, gehen die auch runter. So, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich... Verstehe ich nicht. Ach. Ach, ich bin ein Ochse. Hier. Unten, unter dem Brett. Hier runter. Mann, ey, Leute. Ja, ein bisschen auf die Details achten. So. Oh, gut. Da hinten nochmal verkackt. Runter. Deswegen hier hoch. Und gleich mal ein Doppelsprung. Ja. Hier abspeichern, da unten komme ich ja nicht rein. Da ist die Tür. Fledermäuse an der. Das habe ich nicht gesehen, dass da unten gerade nach oben. Ihr guckt an die Fledermaus. Schön abgelenkt. Da unten sind ja lauter Stacheln. Aber wie komme ich da jetzt runter? Ich könnte, aber ich komme da niemals mit Doppelsprung unten an. Nee, bei der Nummer komme ich hier nicht weiter. Das Tor kann ich auch noch nicht öffnen, weil mir fehlen hier einfach mal die Steine. Ach ja. Ey, diese Dreckspinnen, ey. Oh, ist ja lustig. Gut. Okay. Mann, ja. Schön in die Stacheln reingefallen. Das heißt aber, wenn ich den jetzt hier runterschiebe, ich müsste doch im gleichen Atemzug. Boah, nee, das ist ja zu schnell. Kann ich auf den Stein ruf? Das müssen wir mal gucken. Kann ich denn hier oben überhaupt noch mal? Da ist er noch. Natürlich haben wir da wieder. Oh, diese Fledermäuse da oben. Wo ist mein Energiepunkt? Oh, schon wieder die Stacheln.
den jetzt. Aber da habe ich doch nichts von gewonnen. Wenn das Ding da unten liegt und... Das ist schon wieder hier Rätselspaß. So. Ja, er rutscht natürlich. Mann, Ori. Mach's mir jetzt nicht so kompliziert hier. Ich denn davon, das Ding kippt senkrecht runter, dann knallt der Energiestrahl gleich durch. Ich komme doch ja nicht irgendwie. Ich verstehe gerade nicht. Speichern kann ich hier auch nicht. Wenn ich den festhalte, falle ich mit. Geht nicht. Geht nicht. Es geht nicht. So. Wenn ich, mal gucken, wenn ich bleib jetzt hier oben mal dran. Da ja, lässt ihn los. Also, das Ding zieht sich nicht mal mit mir runter. Und es bringt mir ja auch nichts, wenn ich den versuche runterzuziehen und dann hier über mir an die Wand zu springen. Das ist ja für einen Eimer. Nie im Leben. Also das ist nicht der Weg. Ich brauch's auch ja nicht großartig weiter probieren. Ich schieb's trotzdem mal runter. Gehe jetzt aber Richtung, tja, wo ich hin, ich könnte da oben noch lang, sehe ich gerade, links oben, den Weg werden wir jetzt hier nochmal einschlagen. Ach so, halt. Ich muss die Steine finden. Wie komme ich denn jetzt da hoch? So komme ich hoch. So, hier komme ich nämlich auch nicht weiter. Was war denn da oben noch? Nee, da ging's ja auch nicht weiter. Ja, ist ja gut hier. Verpiss dich hier. Nee, ran da! Ach! Jetzt hätte es ja fast funktioniert. Kann ich denn. Einmal kann ich ja aufsetzen auf der Nummer. Achso, zurück kann ich sie halt so durchlaufen. Ja, haben die Wellen sich verändert? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich, ich könnte ja auch hier oben weiter. Ja, ich weiß, dass du da bist. Ne, hier oben kann ich auch nicht weiter. Da ist sie gesperrt. Da ist zu. Das ist jetzt eine gute Nummer.
Ja, komm. Jetzt hier mich von der Spinne rüsten lassen, das sieht schon mal gut aus. Leider, da ist er. Er war die ganze Zeit hier. Ich habe schon gedacht, er ist hier sonst wohin. Okay. So, leider kann ich hier noch keinen Speicherpunkt setzen, was mich gerade mächtig ankotzt, weil hier jägt er 100%ig drauf. Hier bin ich da jetzt komplett am Arsch, weil ich das da beim ersten Mal hier wieder nicht schaffe. Na, ich wusste es. Und jetzt fange ich von hier hinten an, ey. Ach, das ist so ätzend. Jetzt brauche ich hier einen Speicherpunkt. Warum hält denn er sich hier fest? So, jetzt mache ich hier nichts. Was muss ich denn machen? Warum hält denn er sich da oben fest? Verstehe ich nicht. Kriege ich gerade nicht auf der Reihe. Mit welcher... Ja. Mit welcher Begründung hat er sich denn da oben jetzt festgehalten? Ich habe jetzt am Gamepad nichts gedrückt. Och, ey. Ätzend. So, wir müssen ja hier oben weiter. Scheiße, ich brauche so eine Energiezelle. Jetzt haben wir doch ab und zu mal zu viel Speicherpunkte gesetzt. Die Nummer fehlt uns jetzt hier komplett. Es geht aber auch nicht, ohne dass ich hier eh mal drauf gehe. Rinspringe in die Stacheln. Da oben ist eine Energiequelle. Danke. So. Mann, ey. Leute. Abspeichern. Und dann schauen wir mal. Ach so, nee, halt in die Richtung. Gut. Ich, aber wie komme ich denn? So ist... Okay. Ja, immer zu hoch gesprungen. Wie komme ich denn von dem? Hier rüber. Wie kann ich mich denn unten langhangeln? Verstehe ich nicht. Oh, ey. Nicht doch. Ah, er rutscht unten lang. Ich kann einfach dranbleiben, dann rutscht er. Ja, komm, hoch. Oh, dann rutscht er hier. Oh, ey. Jetzt schön ruhig. Boah, das muss er auch erst mal rausfinden hier. Oh, ehrlich, Ori. Hier gleich. Oh, das war immer zu kurz. Ja, gut. Es ist alles machbar. Was ist denn das für eine Nummer da noch? Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte nicht anspringen sollen. Na gut. Na, jetzt wissen wir ungefähr... Leck mich doch mal am Arsch hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir, wie es geht. Und ich springe da oben schon wieder rein.
Oh. Sollte ich es jetzt wagen, das da zu holen? Ey, leck mich fett hier mit der ganzen Nummer. Es ist wie verhext. So, du musst nämlich ganz hier oben hin, dass er. Oh, es leck mich fett hier. Weiter. Na, du Bastard, machst du jetzt hier nicht kaputt. Stirb, ey. Ist das für ein Arsch? Abspeichern. Speichern. Und jetzt hole ich mir da hinten die Nummer noch. So. So wird hier ein Schuh draus. Meine Fresse, ey. Und es wird nicht besser. Es wird hier nicht besser. Ach du Scheiße. Ehrlich. Oh, also wenn er ganz oben ist. Also das Prinzip ist klar. Die Umsetzung ist hier für den Arsch. So, halt dich fest. Schön festhalten. Schön festhalten. Und weiter, Doppelsprung, schön festhalten. Schön. Oh, das Ding geht nicht ganz hoch. Aber gut, geschafft. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir. Ach so, ich habe wieder keinen Energiekern. Mann. Ey, das Ding ist nicht ohne. Also, das hat mir jetzt hier schon ein paar Nerven gekostet. So. Da ist ein. Dann kann man hier gleich erstmal einen Speicherpunkt wieder setzen. Mal kurz schauen, was hier noch passiert. Das ist aber ein kleiner gemeiner Bastard, ey. Ja, richtig so. Was hast du nun davon? Arschi. Speicherpunkt. Das ist ja hier schon wieder. Das ist ja hier schon wieder großer Mumpitz hier. Ja, ah, da hattest du mich. Wo komme ich denn jetzt also rüber? Ja, au, das ging auf den Kopf. Oh, gut. Jetzt quasi hier rüber. Ah, hier hoch. Und rüber und dann haben wir einen. Alter Schwede! Normalerweise müsste er ihn in die Fresse kriegen. Aber ich glaube, Ori ist hier. Ori hat mehr Herz als Icke. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung, na, sag ich doch. Oh, du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginso-Baum. Ey. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf den Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Alter Schwede. Das war jetzt mal ein Level, was mir hier Schweißflecken aufs Hemd gezaubert hat. So, zum Ginso-Baum werden wir in der nächsten Episode gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein. Hat Spaß gemacht, hat aber auch eine Menge Nerven gekostet hier die Nummer. Aber ich freue mich auf weiteres. Bis dahin, ciao.